Guten Abend und willkommen zurück zu einem etwas verspäteten Part von Let's Play Sweet Amoris Episode 38. Ja, warum habe ich mich verspätet? Im Zweifelsfall ist Vito daran schuld, ne? Schieben wir das einfach immer auf die Männer. Also insgesamt, ich musste gestern länger arbeiten, kam deswegen nicht mehr dazu, weiter aufzunehmen. Und ja, wenn man morgens um 7 schon in der Firma sein muss, dann kommt man morgens auch nicht mehr wirklich dazu. Zumal man eigentlich auch gerne mal den Schlaf haben möchte, den man braucht. So, wie dem auch sei. Wir haben an einer ziemlich fiesen Stelle aufgehört. Und deswegen tut es mir eigentlich noch mehr leid, dass der Part heute später kommt. Denn uns erwartet eine Überraschung. Und was diese Überraschung ist, ich habe die Vermutung gesehen, es könnte Evan sein, es könnte Kenton sein, es könnte unser Freund sein. Ich gehe auch eher davon aus, dass es unser Freund sein wird. Oder? Denn ich finde das schon ein bisschen krank, wenn Evan dann plötzlich vor unserer Haustür stehen würde. Nein. Na gut, schauen wir mal. Unten angekommen wartete bereits eine Überraschung auf mich. Siehste? Siehste? Na du? Lysander, mein Gott, was machst du denn hier? Naja, ich wollte dich überraschen, indem ich dich heute in die Schule begleite. Oh, das ist so süß. Ernsthaft? Hast du Lust? Ja, ich nehme mal das, was meine erste Reaktion auch war. Schön, dass du dich freust. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und wir küssten uns. Es ist schön, sich mal woanders als in der Schule zu küssen. Da fühlt man sich nicht ganz so beobachtet. Naja, rein theoretisch könntet ihr euch ja auch in der Freizeit mal ein bisschen öfter sehen, aber nein, ihr macht es ja leider nicht und Bimu vergönnt uns das einfach nicht. Wenn es dich nicht stört, sollten wir uns dann jetzt auf den Weg machen. Wie du dir vorstellen kannst, habe ich keine große Lust, dass dein Vater uns wieder überrascht. Oh, keine Sorge. Der ist schon in der Arbeit. Aber ja, wir sollten langsam los. Ich nahm seine Hand, ich schmiegte mich an ihn, ich legte meinen Arm um seine Taille. Ich schwanke zwischen A und B. Aber ich will Körper spüren. Körper! Lysander legte seine Hand auf meinen unteren Rücken und streichelte mich zärtlich. Oh mein Gott! Moment, Moment, Moment. Jetzt habt ihr auch was davon. Ist das nicht süß? Oh mein Gott, es ist richtig niedlich. Obwohl ich sagen muss, dass Lysander irgendwie auf den Bildern so mega erwachsen und ich glaube, er würde auch ganz gut in das neue Spiel von Bemove reinpassen, oder? Moonlight Lovers? Hm? Ich finde das schön. Und wir haben endlich mal wieder ein Bild mit unserem Freund. Das ist lange, lange überfällig, wenn ihr mich fragt. Sehr, sehr lange überfällig. Ich will mehr davon. So, jetzt wieder hinbiegen. Das passt schon so, oder? Passt das so? So. Es ist schön, dich ein bisschen für mich zu haben, bevor der Unterricht losgeht, weißt du? Wir gingen Richtung Schule. So. Ich will jetzt den längsten Weg gehen, obwohl ich glaube, Geschäfte, ja, ist eigentlich alles gleich lang. Schade. Hä? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Den Weg bis dorthin verbrachten wir mit Reden. Wie war dein Abend gestern? Gut, ich war in der Bibliothek, um zu lernen. Nathaniel war damit einverstanden, Iris, Kim und mich ein wenig zu coachen. Ah, ja. Ist nett von ihm. Lysander schien es ein bisschen zu stören, dass ich Nath erwähne. Ist er vielleicht eifersüchtig? Komm schon, zieh nicht so ein Gesicht. Wenigstens vermasse ich so nicht die Prüfung. Wenn dich das bestärkt, freut mich das. Ich bin mir sicher, du wirst das gut hinbekommen. Wir gingen weiter. Schließlich kamen wir an der Schule an. Vor dem Schultor warfen sich alle besorgte Blicke zu. Ich habe das Gefühl, alles vergessen zu haben. Ich auch. Macht euch keine Sorgen, ihr rockt das schon. Ich habe Angst, dass ich in die Mündlichen muss. Oh,
Atme tief durch, trinke einen Schluck Wasser und dann wird das schon. Diese Prüfungen sind doch eh nur Formsache. Ihr werdet doch wohl nicht glauben, dass die uns noch ein Jahr länger hier behalten wollen. Ganz klar. Jetzt chillt euch mal ein bisschen. Eine Formalität. Das denkst du vielleicht, Castiel. Man muss die Prüfung schon ernst nehmen, um danach das machen zu können, was einem gefällt. Sie erst nehmen, ja. Genau. Ich liebe diese Rechtschreibfehler in B-Move. Sie ernst nehmen, ja, aber nicht gleich dramatisieren. Macht es wie ich. Für mich sind diese Prüfungen wie ein Spiel. Das Ziel? So viele wie möglich killen. Armin, könntest du vielleicht aufhören, immer alles auf Videospiele zu beziehen? Da fehlt ein Du. Was mich am meisten nervt, ist, dass ich vergessen habe, meine Glücksboxershorts anzuziehen. Oh, süß. Ach ja, wie funktioniert die? Das bleibt mein kleines Geheimnis. Umso besser, weil das wirklich keiner wissen will. Naja, ich würde das schon gerne wissen. Mir fehlen zurzeit noch Ideen für meine Moderubrik. Während alle anderen plauderten, verkroch Kenton sich in einer Ecke und schien genervt, hier sein zu müssen. Als die Türen sich dann öffneten, fingen langsam alle an, Panik zu bekommen. Oh ja, das Gefühl kenne ich. Die Stimme von Frau Schermanski schallte durch die Lautsprecher. Liebe Schüler, diese Woche wird die letzte Jahrgangsstufe ihre Abschlussprüfungen schreiben. Wünschen wir Ihnen viel Glück bei dieser Herausforderung. Die Abschlussklassen können ihre Prüfungsergebnisse am Ende der Woche bei den jeweiligen Lehrern einsehen. Oh Gott, ich bekomme Panik. Gut, es wird Zeit für die Geschichtsprüfung. Jeder in der Klasse saß an einem Einzeltisch. Gut, wir fangen jetzt an. Nehmt eure Plätze ein. Diese Prüfung dauert 4 Stunden. Ihr dürft währenddessen keine Bücher auf euren Tischen haben. Mist. Und dabei habe ich mein Geschichtsbuch doch extra mit Spickern versehen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Lehrer halten uns wirklich für Kinder. Naja, also ganz ehrlich, es gibt ja rein theoretisch in den naturwissenschaftlichen Fächern diese Formelsammlung, die auf dem Tisch ist. Und das habe ich euch jetzt nicht gesagt, aber wenn man da so ganz fein mit Bleistift reinschreibt, dann merkt das auch keiner beim Durchblättern. Nein, das kommt nicht von mir und nein, das habe ich auch nie in meinem Leben getan. Oder? Nun, es wird Zeit. Ihr dürft jetzt die Blätter umdrehen. Ich drehte schnell mein Blatt um. Das Thema ist die Unabhängigkeit von Indien. Gut, dass ich die Dekolonisation... Ha! Das war das Wort, das ich im letzten Part gesucht habe. Kolonialisierung! Genau, das war nämlich mein Thema im Abitur in Geschichte. Kolonialisierung von Amerika. So. Danke, B-Move. So. Gut, dass ich die Dekolonisation... Oh Leute, ich bin so schon spät dran. Jetzt verlese ich mich dauernd. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich das jetzt nicht rausschneide. Gut, dass ich die Dekolonisation mit den anderen nochmal durchgenommen habe. Ich warf einen Blick zu Melody hinüber, um ihre Reaktion zu sehen. Sie scheint sehr überrascht zu sein, sich in ihren Prognosen geirrt zu haben. Die Arme. Ich atmete tief durch. Ich kenne das Thema und werde mein Bestes geben. Es geht los. Wo sind jetzt die Fragen? Och nee, ehrlich? Das gibt jetzt aber schon Minuspunkte. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir würden jetzt Fragen bekommen und so, aber... Nee, das wird einfach übersprungen. Schade. Sehr, sehr schade. Nach 3 Stunden Schreiben tat mir meine Hand furchtbar weh. Ich nahm mir am Schluss eine halbe Stunde Zeit, um alles noch einmal gründlich durchzulesen. Gut, auf jeden Fall habe ich getan, was ich konnte. Ich entschloss, zu meinen Freunden zu gehen, um mich mit ihnen über die erste Prüfung auszutauschen. Ich habe alles vermasselt. Alles.
Ich war mir so sicher, dass der Indochina-Krieg drankommt, dass ich nur das gelernt habe. Ich werde es niemals schaffen, in dieser angesehenen Business-Schule angenommen zu werden. Aber Melody, ich bin mir sicher, dass du nicht alles vermasselt hast. Und außerdem war das nur die erste Prüfung. Aber alle Prüfungen zählen. Ich muss sicher wiederholen. Solche Leute habe ich am liebsten. Die, die nach der Prüfung erstmal richtig Panik schieben und hinterher damit eins bestehen oder so. So schätze ich Melody ein. Wie soll ich das bloß meinen Eltern erklären? Iris klopfte Melody auf den Rücken, da sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte. Gut, ich denke, ich lasse die beiden lieber allein. Ach ja. Da ist niemand, hier ist niemand. Haben sich alle verkrochen. Die wollen nicht mit uns über die Prüfung sprechen. Ich finde das echt ein bisschen schade, dass wir nicht selbst Fragen beantworten konnten. Das gibt echt ein paar Minuspunkte in der Episode. Schade. Ah, da ist ja Pia. Hallo Pia. Und, wie ist Geschichte gelaufen? Naja, wie du dir vorstellen kannst, hätte ich auf kein besseres Thema stoßen können. Warum? Ah, kann ich mir vorstellen. Warum? Die Unabhängigkeit Indiens. Darüber musst du ja zur Genüge wissen. Ja, das war mein Lieblingsthema in diesem Jahr. Außerdem ist sie Teil meiner persönlichen Geschichte. Der friedliche Widerstand Gandhi. Meine Großeltern haben mir viel über diese Zeit erzählt. Du bekommst bestimmt eine super Note. Oh, das hoffe ich. Na gut, ich muss mir meine Notizen für die nächste Prüfung nochmal durchlesen. Bis später. Okay. Ich werde meinen Rundgang noch ein wenig fortsetzen. Wartet mal. Die Notizen für die nächste Prüfung, bedeutet das jetzt, wir müssen in einem Rutsch alle Prüfungen durchschreiben? Ist das in Frankreich so? Weil ich weiß noch, in meinem Abiturjahr war das so, dass ich immer nur eine Prüfung am Tag geschrieben habe und dann war es eben fächerabhängig. Also, ich glaube, ich habe 3 Klausuren tatsächlich direkt hintereinander geschrieben, also an 3 folgenden Tagen. Und das waren meines Erachtens nach Kunst, Deutsch und Physik. Und die Woche darauf hatte ich dann noch Geschichte und Englisch. Ja, und Geschichte dann als mündliches. Tja, ja, ich schweife ab. Ich glaube, das interessiert euch gar nicht. Egal. Setzen wir den Rundgang fort. Ja, das hätte ich euch jetzt auch während des Rundgangs erzählen können, oder? Valkyria, du bist echt schlimm. Kolonialisierung. Spannend, dass ich wirklich die ganze Zeit nicht drauf gekommen bin und jetzt, wo ich es lese, pow! Hey, alles klar? Wie ging's dir? Ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Und du? Oh, es ging so. Und jetzt ab zur nächsten. Diese Prüfungen werden ein Klacks für mich. Ich will einfach nur mit der Schule fertig werden und viele schöne Typen an der Uni kennenlernen. Oh. Du nicht? Ich lächelte amüsiert. Also, ich habe zurzeit schon genug mit einem schönen Typen zu tun. Das liegt daran, dass du noch nicht die unbegrenzte Auswahl an der Uni entdeckt hast. Ich stellte mir Alexei an der Uni vor. Eins ist klar, das würde ihm richtig gut stehen. Ich frage mich, ob die Uni mir gefallen würde. In dem Moment fiel mir auf, dass ich immer noch nicht wusste, was ich nach der Schule machen wollte. Beim Gedanken daran wurde mir schwindelig und ich fühlte mich ein wenig verloren. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Ich werde kurz rausgehen. Bis später, Alexei. Als ich draußen war, verstärkte die Mittagshitze mein Schwindelgefühl noch mehr. Ich setzte mich auf eine Bank. Wie kann es sein, dass ich allein beim Gedanken an Alexei in der Uni kalte Schweißausbrüche bekomme? Ich versuchte, mein Herz wieder in einen normalen Rhythmus zu bringen. Doch es wollte einfach nicht langsamer schlagen. Kleine nervöse Zuckungen durchfuhren meinen gesamten Körper. Alles in Ordnung bei dir? Oh. Du bist weiß wie ein Laken. Weißt du,
ich glaube, ich habe eine Panikattacke. Komm her. Lysander setzte sich neben mich und zog mich an sich. Er legte seinen Arm um meine Hüfte und drückte mich an sich. Ich schmiegte mich an ihn. Ich glaube, das Schuljahresende macht mich irgendwie nervös. Ich habe noch keinen Plan und weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Und außerdem dämmert mir langsam, dass wir alle in verschiedene Richtungen gehen werden. Ganz ehrlich, das klingt doch wirklich nach Abschied. Ja, ich weiß, Shinomiko hat einen Post verfasst, in dem es hieß von wegen, Leute, chillt mal. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn ich es sage. Aber ganz ehrlich, also selbst wenn es noch bis Ende 2018 geht, dann haben wir höchstens noch 6 Episoden bis zum Ende. Oder? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht ganz so optimistisch. Auch wenn sie jetzt diesen Post verfasst hat, aber... Es wirkt einfach so, als ob es jetzt so in die Vollen geht und dann ist Schluss. Und nach den Prüfungen geht man ja auch nicht mehr in die Schule, sondern man holt sich dann die Ergebnisse ab irgendwann und das war's dann. Eben in Form des Abiturs. Wo ist denn dann noch der Sinn des Spiels? Natürlich, es kann natürlich auch so ein Sweet Amoris 2.0 geben. Dann gibt es plötzlich auch eine Universität, die Sweet Amoris heißt. Und wir sind plötzlich alle gemeinsam da drauf. Aber das halte ich dann doch eher für unwahrscheinlich. Naja, habt ihr da schon Theorien? Würde mich mal interessieren. Ich kann verstehen, dass du dir Sorgen machst. Aber versuch dich nicht von deinen Emotionen überwältigen zu lassen. Das Beste, um gegen die Angst anzukämpfen, ist es, die Dinge auf rationale Weise zu betrachten. Dir bleibt noch genug Zeit, um über all diese Fragen nachzudenken. Und ich bin mir sicher, dass du dich auf dieses neue Abenteuer freuen wirst, wenn du erst einmal klarer siehst. Ja, du hast recht. Ich muss das Ganze relativieren. Atme tief durch. Das hilft, gegen die Ängste anzukämpfen. Ich atmete einmal tief durch und füllte meine Lungen mit frischer Atemluft. Ich atmete langsam ein und aus, um so meinen Herzschlag ein wenig zu verlangsamen. Okay. Ich glaube, es geht wieder. Danke. Gern geschehen. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du dich schlecht fühlst. Es ist besser, in diesen Momenten nicht allein zu sein. Wir küssten uns. Lysander weiß wirklich, wie er mich runterbringen kann. Gut, ich muss noch ein paar Sachen in meinen Spind bringen. Danke nochmal, dass du für mich da warst. Ich ging ins Schulgebäude. Die Konversation ist im Gegensatz zum letzten Mal auch besser geworden. Also, genau so ein Gespräch hätte ich mit meinem Lysander erwartet. Ich legte einige Bücher in den Spind und holte dafür andere heraus. Ich war in meine Gedanken versunken und dachte an die Geschichtsprüfung zurück. Gelinde gesagt, steht mir diese Woche auch noch einiges bevor. Auch mich warten... Was? Auch mich warten die ganze... Hä? Leute, was habt ihr mit der Übersetzung gemacht? Auch auf mich warten die ganze Woche noch Prüfungen. Und alle halten eine Überraschung für mich bereit. Okay, gehen wir jetzt in die nächste? Ich will Kunst schreiben. Oder auch nicht. Chemie, Physik, Biologie. Wunderbar. Frau Delaney wirkt heute noch angespannter als sonst. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Alors, die Prüfungen beginnen. Wenn ich los sage, habt ihr 2 Stunden Zeit. Los. Bonne chance. Ich versuchte mich so gut wie möglich auf die Themenstellung zu konzentrieren. Das Nervensystem. Das Thema ist gar nicht so schlecht. Beim einen schwachen Nerven im Moment könnte man meinen, ich wäre ein Experte darin. Beim Stichwort schwache Nerven musste ich direkt zu Melodie hinüberschauen, die direkt neben mir saß. Sie kratzte sich wie wild und schrieb Zeilen über Zeilen. Ich bin mir sicher, sie wird uns danach wieder weismachen, dass sie alles vermasselt hat, obwohl sie in Wahrheit jedes Kapitel auswendig kennt. Aber ich sollte mich jetzt besser konzentrieren. Ich fing an zu schreiben.
Als ich Frau Delaney 2 Stunden später mein Blatt hinhielt, war ich eigentlich ganz zufrieden mit meinen Antworten. Ich hoffe, mein gutes Gefühl trügt mich nicht. Melody, legen Sie jetzt bitte den Stift weg. Die Prüfung ist vorbei. Tut mir leid, Frau Delaney. Ich habe nur noch kurz den Schluss zu Ende geschrieben. Ich schluckte schwer, als ich Melodies zufriedenen Gesichtsausdruck sah. Jetzt ist es sowieso zu spät, um noch irgendetwas daran zu ändern. Die Würfel sind gefallen, wie man so schön sagt. Oh Mann, oh Mann. Da wird man ja selbst ganz kribbelig. Ich hasse Prüfungen. Bin auch absolut kein Prüfungsmensch. Ich schiebe immer dermaßen große Panik. Das ist für meine Mitmenschen nicht so einfach. Als ich in der Umkleide ankam, fing ich gleich an, mich für die Sportprüfung umzuziehen. Ich traf auf Amber und Lee, die sich ebenfalls gerade umgezogen hatten. Ja, das nervt mich voll. Ich habe meine Wecker heute Morgen überhört und musste mich endabhetzen, um nicht zu spät zu kommen. Und deswegen hatte ich dann keine Zeit zum Frühstücken. Ich glaube nicht, dass ich die Sportprüfung ohne was im Magen überstehe. Sorry, Lee. Meine Tasche ist leider keine Vorratskammer. Das nicht. Aber könntest du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen, damit ich mir etwas aus dem Automaten im SV-Raum holen kann? Du wirst doch jetzt nicht wirklich was Süßes vorm Sport essen. Ich wüsste nicht, wie das dir dabei helfen sollte, dich besser zu fühlen. Warum macht sie die ganze Zeit solche Anspielungen auf Essen? Kommt jetzt noch das Thema Magersucht dazu, oder was? Ich meine, wir brauchen das nächste Dramathema. Naja, ich weiß nicht. Zucker hilft doch bei sowas, oder? Vielleicht. Jedenfalls habe ich kein Geld dabei, tut mir leid. Sonst hätte ich dir gern was geliehen. Auch wenn ich denke, dass es besser nichts zu essen, als irgendwelche Süßigkeiten in sich zu stopfen. Oh, was glotzt du so blöd? Lee warf mir einen bösen Blick zu. Ich könnte Lee vielleicht helfen. Auch wenn ich nicht wirklich Lust dazu habe. Wir könnten ihr jetzt Geld leihen oder wir sagen nichts. Aber auf dieses, was glotzt du so blöd, habe ich ehrlich gesagt keine Lust, Hilfsbereitschaft zu zeigen und deswegen sage ich jetzt nichts. Ich ignorierte sie und ging aus der Umkleide. Und tschüss. Oh, Boris! Moin, moin alle miteinander! Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, denn für die heutige Prüfung braucht ihr viel Energy. Wir beginnen mit dem 3x500 Meter Lauf. Ihr werdet in Zweiergruppen antreten, damit eure Partner eure Zeit messen können. Ich erinnere euch daran, dass der Mittelstreckenlauf ein Ausdauertest ist. Versucht so nah wie möglich an euren Schätzungen zu bleiben, dann wird alles gut. Oh nein. Normalerweise mag ich Boris' sprudelige Art gern, aber heute stehe ich ein bisschen mehr unter Strom als sonst. Auf dem Tisch findet ihr Stoppuhren, um die Zeit eures Partners zu messen. Außerdem müsst ihr euren Partner nach 250 Metern darauf hinweisen, dass ihm nur noch die Hälfte der Zeit bleibt. Die Gruppenaufteilung ist am Infobrett ausgehängt. Ihr könnt sie euch jetzt ansehen. Ich trat näher an das Infobrett heran. Oh, ich wette, wir dürfen mit Lee laufen. Ich dachte eben, da steht Amber. Wie es aussieht, ist Armin mein Partner. Boah, das ist doch wirklich dämlich, uns wie Hamster im Rad laufen zu lassen, oder? Ja, ein bisschen. Der arme Armin scheint genauso viel Lust auf diese Prüfung zu haben wie ich. Nämlich gar keine. Naja, wenigstens läufst du als Erste. Na super. Wenn alle so weit sind, können sich die ersten Läufer zum Start bereit machen und ihre Plätze einnehmen. Juhu! Vergesst nicht, dass es in dieser Prüfung vor allem darum geht, ob ihr die geschätzte Zeit auch einhalten könnt. Es geht also so gesehen nicht um den Lauf, sondern darum, eure Selbsteinschätzung zu prüfen. Ich positionierte mich an der Startlinie. Armin stellte sich mit der Stoppuhr in der Hand neben die Laufbahn. 3, 2, 1, los! Go, 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 go! Ich stieß mich vom Boden ab. Ich fing an zu laufen und versuchte dabei, meinen Rhythmus zu halten. Ich glaube, ich kann es schaffen. Immerhin spielt die geistige Einstellung auch eine Rolle.
und ich habe vor, diese Prüfung so gut wie möglich zu meistern. Doch wie ich es zuvor geahnt hatte, ging mir nach ein paar Minuten bereits langsam die Puste aus. Oh, nur noch 4 Runden. Das kommt mir ewig vor. Nur noch 3 Runden. 2 Runden. Uff. Ich spüre, wie meine Wangen feuerrot werden. Noch eine Runde. Ich weiß nicht, ob ich durchhalte. Aber, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich glaube, meine Schätzung für die 3x500 Meter ist ziemlich exakt. Völlig aus der Puste war ich nach jeder Runde zu meinem Partner gerannt, um meine Zeit zu erfragen. Armin schien völlig fasziniert von der Stoppuhr zu sein. Piep, 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 piep. Boah, dieses Ding hat mehr Knöpfe als der Controller meiner Konsole. Ich lächelte. Und hoffe, dass er bei all der Faszination nicht vergessen hatte, meine Zeit ordnungsgemäß zu notieren. Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass ich die Prüfung ohne jegliche Anstrengung hingelegt hätte. Aber immerhin bin ich lebend da rausgekommen. Schweißgebadet und mit rasendem Herzen, aber lebendig. Anschließend stellte ich mich neben die Laufbahn, um Armins Zeit ebenfalls zu messen. Ich habe noch nie wirklich verstanden, warum wir in der Schule Sport machen müssen. Was ein Pech. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Hast du das noch nie gehört? Komm schon, ich weiß, dass du das schaffst. Ist die zweite Gruppe soweit? 3, 2, 1, go, 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 los! Alles lief soweit ganz gut, zumindest bis zur zweiten Runde. Von meinem Standpunkt aus konnte ich sehen, wie Lee zu straucheln begann. Und dann mit Wucht auf den Boden aufkam. Oh nein. Die anderen Schüler hatten sie auch stürzen sehen und alle liefen zu ihr hin. Lee fühlt sich nicht gut. Boris trat an Lee heran, um ihr vom Boden aufzuhelfen und richtete sie wieder auf. Na, was ist denn mit dir los, Große? Ich hatte heute Morgen keine Zeit zu frühstücken. Oh, du bist sicher im Unterzucker. Ich bring dich zur Krankenschwester. Tut mir leid, aber ihr werdet die zweite Runde wohl wiederholen müssen, da ihr den Lauf mittendrin unterbrochen habt. Toll! Jetzt sind es nicht mehr 3x500, sondern 4x500 Meter. Ich verlasse mich drauf, dass ihr die Prüfung sorgfältig zu Ende führt, während ihr eure Kameradin hier zur Krankenschwester... Während ihre, eure... Leute, ehrlich jetzt. Also die Übersetzung von dieser Episode ist doch ziemlich schlecht geworden. Also es hapert ja wirklich, es hagelt von Fehlern. Schaut euch mal diesen Part an, wie viele Rechtschreibfehler hier schon drin waren. Also, ich versuch's nochmal. Ich verlasse mich drauf, dass ihr die Prüfung sorgfältig zu Ende führt, während ich eure Kameradin hier zur Krankenschwester bringe. Ich fühlte mich schuldig. Hä, warum? Wenn ich Lee Geld geliehen hätte, hätte sie etwas essen können und wäre vielleicht nicht zusammengebrochen. Und jetzt müssen alle aus der zweiten Gruppe die Runde nochmal wiederholen. Hallo, das ist doch nicht deine Schuld. Die ist doch immer biestig zu ihr. Gibst du Menschen, die immer biestig zu dir sind, Geld? Oh Gott. Ein wenig beschämt wegen meines Verhaltens, verhielt ich mich bis zum Rest der Prüfung eher ruhig. Als diese zu Ende war, holte ich schnell meine Sachen und ging aus der Turnhalle. Ich spürte, wie jemand sich hinter mich schlich, als ich aus der Turnhalle ging. Tja, und wer schleicht sich dahinter unsere Secret? Nobody knows. Das werden wir dann morgen erfahren. Ich nehme jetzt auch direkt den zweiten Part auf, damit wir morgen nicht warten müssen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir den jemand enttarnen, der hinter uns steht und die Prüfung abschließen. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie voll Muffensausen, dass es wirklich bald endet. Auch wenn Chino was anderes sagt. Ich weiß, aber es macht mir trotzdem keine Hoffnung. Guti, bis zum nächsten Mal. Ciao, Schnitzelmama, over and out.